In Minsk und anderen Städten in Belarus haben erneut Zehntausende Menschen gegen Präsident Alexander Lukaschenko protestiert. Nach Angaben der Menschenrechtsgruppe Vesna gab es mehr als 100 Festnahmen, die meisten davon in der Hauptstadt. Das Polizei- und Militäraufgebot war wie bereits an den vorherigen Sonntagen groß. Das Innenministerium hatte zuvor mit dem Einsatz von Schusswaffen und scharfer Munition gedroht. Metrostationen wurden geschlossen und das mobile Internet funktionierte teilweise nicht. Es war das mittlerweile 10. Protestwochenende in Folge. Bereits am Samstag gingen landesweit hunderte Frauen und Studenten gegen Lukaschenko auf die Straße. Unterdessen schlug ein norwegischer Abgeordneter die drei führenden belarussischen Oppositionellen Svetlana Tichanowskaja, Maria Kolesnikova und Veronika Tsepkalo für den Friedensnobelpreis 2021 vor. Tichanowskaja und Tsepkalo sind nach der Wahl Anfang August nach Litauen und Polen ins Exil gegangen. Kolesnikova wurde festgenommen.